Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play WoW, die Battle for Azeroth Alpha. Wir sind hier im Ladescreen, beziehungsweise im Charakterauswahlscreen, und guckt euch mal den coolen Hintergrund an von Stromka, dem Kriegsbrecher, meinem Makar-Org auf Draenor, und Valanyra hier in der Schattenschmiede. Das ist gar nicht mal, wo der Schwarzfels beginnt, sondern das ist direkt Schattenschmiede. Hier hinten dürfte der Amboss sein oder der grimmige Säufer. Cool. Betreten wir mal die Welt. Lächelt früh und oft. Wie die beiden hier. Oder die beiden. Die lächeln auch früh und oft. Denn früh und oft lächeln ist wichtig. Denn Freiheit ist mir wichtig. Ihr hört jetzt vielleicht ein kleines Bohren im Hintergrund und meine Stimme hört sich ein bisschen anders an. Ich habe ein bisschen rumgespielt am Mikrofon. Damit es sehr viel besser wird als davor, weil davor war es ja echt, sehr hallend, sehr ausschlaggebend hallend. Ich hoffe, dass es das jetzt gebessert hat. Müssen wir gucken. Ist wahrscheinlich noch nicht alles wirklich optimiert. Ich habe mir jetzt Vorhaben bestellt, Schaumstoff, zum Abpolstern meines Tons. Da will ich mir quasi, ich habe hier so ein rausziehbares, wo eigentlich mir die Tastatur draufstellt, da würde ich mein Mikrofon draufstellen und dann die, so einen Pappkarton bauen und Vorarm drauf machen, damit ich den da vorstellen kann, vor das Mikrofon, damit der Schall so ein bisschen zurückkommt. So, wir befinden uns in die Hafenstube. Ich habe euch ja erzählt, dass ich es cool finden würde, wenn das hier wirklich ein Haus wäre und sie nicht davor stehen würde, aber es ist jetzt eine richtige Kneipe. Jeder Tag ist ein Segen. Diese Kultierer haben interessantes Bier. Es ist... Sieht aus, als würde er fast... Also er starrt das Bier an. Es hat sehr viel mehr Geschmack als das, was ich von dem Haupt... Also vom Festland kenne. Sie sind wirklich... Meister ihrer Kunst. Streicheln wir Mendele. Die Haare sind übrigens anders. Der dunkle alten Zwergfrauen. Die leuchten jetzt ein bisschen mehr als vorher. Jetzt haben sie endlich Betten. Das hatten sie nämlich vorher auch noch nicht. Und ein Nachtelfenbild. Oder was ist das für ein Bild? Das ist eine Naga. Sie haben ein Naga-Bild. Das ist eigentlich ziemlich sexy. Und natürlich Antonidas. Und oh Gott, Kraken. Cool. Noch mehr Kraken. Die Karte von Pedaria. Macht sehr viel Sinn. Boralus. Hier ist aber Kultiras. Hier befinden wir uns gerade. Und hier wollen wir hin. Zum Kronsteig-Anwesen. Denn Familie Kronsteig ist immer noch verloren. Rolf Ziedrach. Der Ankermann. Rolf, wie heißt der verdammt? Ich weiß es nicht. Anchorman. Kennt ihr den Film Anchorman? Das ist ein Easter Egg daran. Der Ankermann. Versteht ihr? Anchorman, der Film. Hahaha. Lustig. Dieses Boot führt übrigens zurück nach Sturmwind. Da, wo früher das Boot nach Teldrassil war. Aber Teldrassil ist nun, naja. Wie soll ich sagen? Steinmeister haben ein neues Symbol. Schauen wir mal, was ich für euch hab. Kommt mal wieder links. Captain Bjorn Muirsack. Bruno der Klotz. Es gibt übrigens ein Easter Egg in Ogrimma von Kratos und seinem Sohn. Traveling Son and Traveling Warrior. Braucht ihr etwas? So, aber wir fliegen zurück nach Aromstand. Mögen die Reise. Denn da wollen wir hin. Kriegshauptquartier, okay. Ist immer noch alles grün. Ich hab eine Karte! Hab ich denn trotzdem auch eine Karte? Yes! Alter, wie cool. Endlich haben wir eine Karte. Ich könnte anfangen zu heulen. Endlich. Wie geil. Okay. Wir haben ja schon relativ viel von Druspa erkundet. Hier oben noch halt die ganzen, dieser dunkle Wald, in den wir reingeguckt haben. Und hier unten das Kap. Das südliche Kap haben wir noch nicht. Schnitztal, da waren wir schon. Da wurde Dings gehangen.
sollte die Kronsteig gehangen werden. Der Grabhügelfriedhof, da haben wir Lillian Voss nicht getroffen, aber sie war in der Nähe. Fallhafen, da war das kleine Mädchen, was so gesungen hat. Also hier unten. Das kleine Fallhafen, hier das Dorf hier. Da hat das kleine Mädchen gesungen. Da oben. Hier haben wir das Dorf gerettet von dem Fluch der Hexe. Wahrscheinlich kommen wir jetzt schon in mehr Gebäude davon rein. Die Straße nach Korlach. Warum versen wir jetzt? Und wir haben ja gerade unsere Ritterschaft ausgerufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Zunda? Zindi? Zundu? Ich weiß es nicht mehr. Glut? Blutwacht oder sowas war. Wir werden es ja gleich sehen. Jele Albrecht. Albrechtstraße. Alter, die Nordlichter sind zu geil. Nordlichter besteht aus Plasma, habe ich gerade in meiner Schule gelernt. Glutorden. Ha. Ja, aber wir nehmen erstmal hier den Quest an. Von Marschall Elkmar Lesnar. Lord und Lady Wayquest sind gefangen in Wayquest Manor, also in der, im Wayquest Anwesen. Bevor wir sie erreichen können, müssen wir mutig genug sein, die Stadt Corlane zurückzuerobern, welche in den Griff der Herzbann gekommen ist. Des Herzbann-Orden. Unsere erste Amtshandlung sollte sein, Außenposten zu etablieren. Unsere Aufklärer haben entdeckt, dass der Turm nach Wachmanns Aufstieg nur von leichten Wachen beschützt ist. Wir sollten ihn einnehmen. Das ist nun euer Kommando, Inquisitor. Sagt ein Wort und wir reiten los. Jo, der hat seinen Helm aufgelegt und geht los. Mein Glutorden hinterher. Fräulein Kronsteig hat mich mit der Sicherung der Stadt Falkenforst und der Dienste des dort ansässigen Alchemiemeisters Eschenthal beauftragt. Wie ich allerdings erfahren musste, hat seit einiger Zeit niemand etwas von Falkenhorst gehört. Die Luftraum über dem Wald ist unpassierbar, daher müssen wir die alte Straße durch die Drüsturinen in den Bergen nehmen. Eine kleine und fähige Gruppe hat bessere Chancen, die anwachsenden Truppen der Hexe zu umgehen und den Alchemiemeister Eschenthal zu retten. Ich bitte euch deshalb, mir zu helfen. Ich bin schon wieder bei Ruskis. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir haben seit Tagen nichts von Falkenhorst gehört. Gehört. Wir müssen es hören. Wir treffen uns dort. Gut, da lang, okay. Da oben lang? Schätze ich mal. Schönes kleines Bergdorf, abgeschieden. Von der Außenwelt. Truppen sammeln sich hier. Gol Osigir. Geister? Milizsoldat von Kultiras kämpfen gegen die gefallenen Verteidiger der Drust. Irgendetwas hat die Geister hier gestört. Die Geister der Verstorbenen kämpfen immer noch gegen die Konstrukte der wandelnden Toten. Wir wollen eigentlich nach Falkenforst, aber eine kurze Untersuchung dieses Bereiches könnte den Kampf gegen unsere Feinde fortarbeiten. Teile der Geschichte. Dies ist unsere Chance. Wenn wir mehr über die Drust lernen wollen, können wir damit nicht dabei helfen, die von Fräulein Lucilla entdeckten Texte zu verstehen. Wir können auch mehr darüber in Erfahrung bringen, wie sie ihre Konstrukte schließlich bezwungen werden. Dass diese Lücke in der Geschichte zu füllen, könnte unser Schlüssel zum Sieg sein. Dies war eine ihrer Siedlungen, bevor dieser Ort endlich über die Niederlage wurde. Lasst uns die Ruine nach Hinweisen entdecken. An die Arbeit. Ehrenhafte Entladung. Einige Geister auf dem Schlachtfeld sind so erschöpft, dass sie nicht mehr weitermachen können. Sie waren tapfere Kämpfer aus Kult Tiras. Wir haben ihren Frieden mehr als verdient, aber ihr Pflichtgefühl hält sie fest. Befehlt den Schwächsten unter ihnen, das Schlachtfeld zu verlassen. Hoffentlich können sie davon überzeugen, endlich zu ruhen.
Jo, geil. Fangen wir erstmal an. Wo ist mein Mount? Wo ist mein Pet? Chuchu, komm her. Es gibt jetzt Alpakas übrigens. Es gibt Alpakas, meine Freunde. Wisst ihr, was das bedeutet? Chuchu, wenn wir einen Alpaka finden, muss Chuchu leider kurz mal in Handtasche. Und dann holen wir uns einen Alpaka mal. Fuck, es gibt Alpakas, Alter. Waren die Drust Freikuhl oder was waren die Drust? Man weiß noch nicht genau, welche Kreaturen sie waren. Oder ist es eine eigenständige Kreaturenart? Denn sie tragen die Skeletten einfach von den Freikuhl. Das sind Freikuhl-Skelette, ganz einfach. Sie haben uns die Serien und Tochter genommen, dass sie dafür büßen. Kann ich euch helfen? Die geisterhafte Hauptmann kämpft weiter, während sie spricht und ist wieder in die Hitze des Gefechts gefangen. Ihr ist nicht bewusst, dass, dass der Krieg seit Jahrhunderten vorbei ist. Wieso steht ihr da rum? Wir haben sie bis auf ihre letzten Krieger und diese verfluchten Runenkonstrukte niedergerungen. Aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Oberst Grundstolk braucht uns, damit wir die Linie halten. Tötet so viele der Drust wie möglich und der Krieg könnte vielleicht noch zu Ende gehen. Macht, dass ihr wieder da rauskommt. Wir müssen das Drust töten. Sie denkt, wir sind Teil ihrer Miliz. Wenn wir die Befehle befolgen, schafft keins dieser Monster zur Armswehr. Lasst uns helfen. Ja, ich müsste mal vielleicht auf Dings stellen. Helfen. Wenn nicht auf Verteidigung oder auf Passiv. Übrigens habe ich Pepe auf dem Kopf. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum ich Pepe auf dem Kopf habe. Weil ich tatsächlich, wie heißt es? Ich habe Dings untersucht. Kultiras, die Stadt Kultiras. Und ich will vielleicht auch irgendwann ein Let's Talk WoW Mysteriöses über die Battle for Azeroth Alpha machen, weil es war ja schon in der Battle for, in der Worlds of Draenor Beta so, dass ziemlich oft Dinge als Easter Egg rausgemacht wurden, die dann im Originalspiel quasi dann nicht mehr vorbei waren, also dabei waren, während sie in der Beta noch waren. Ich rede vom Blumenpflücker-Clan der Orks und dergleichen, die dann irgendwie nicht mehr dabei kamen. Deswegen. Die Kultiraner haben in diesem Rest wirklich wie, was wie Zivilisten, Seefahrer und Bauer? Wartet, das hier zeigt eine frühe Siedlung der Kultiraner. Eine der verlorenen Siedlungen. Endlich kann ich ruhen. Als wir hier landeten, wollten wir Frieden. Aber die Drust zogen sofort ins Feld. Nur wenige duldeten neue Nachbarn. Aber dieses Gemetzel wird verherrlicht. Die Kultiraner haben nicht einmal Waffen. Ja, die Sache ist doch, die Kultiraner waren doch früher Seefahrer und Bauern aus Gelneas, die ich glaube tatsächlich entweder eine Expedition hatten. Oder einfach nicht mehr wollten, dass die Kultiraner oder sich von Vineas einschränken lassen. Das Telefon klingelt. Ja, geil. Hab ich Bock drauf. Hallo? Wer ist denn da? Dude. Okay. Gruselig. Ja, wahrscheinlich haben die gerade getestet, ob ich zu Hause bin, damit sie mich ausrauben können. Und ja, ich bin zu Hause. Ihr könnt mich ausrauben. merkwürdig manchmal so eine Anrufe war. Gruselig. Eigentlich nicht gruselig. Vielleicht kam nichts durch oder so. Ich habe auch ganz oft wenn ich gerade telefoniere, das mit einem Kumpel oder so, dass auf einmal das Telefon sagt, ein Teilnehmer hat das Gespräch verlassen. Wenn ich mir so jedenfalls, ja, die NSA mal wieder. Ja, da kontrolliert sie mich. Und ich sag nur, die Freiheit geht zugrunde mit tosenden Applaus. Für die Sicherheit des Terrors. Ist das nicht einfach ein ganz normaler Krieg? Nein, Terror! Aber das ist doch ein Krieg. Nein, Terror! Aber Gegenschläge müssen, also sind doch logisch, wenn man Krieg. Nein, Terror! Okay. Verstehe ich nicht. Also ja klar, Terror ist gegen weiche Ziele zu kämpfen, aber Hiroshima war auch ein weiches Ziel. Also sind die Amerikaner Terroristen, als sie im Zweiten Weltkrieg quasi die
Atombombe auf Hiroshima gemacht haben, wo keine Soldaten stationiert waren. Ich frag nur mal ganz kurz, also so als Interesse halber. Ist das dann auch Terror oder ist das ein Kriegsverbrechen? Was unterscheidet ein Kriegsverbrechen denn von Terror eigentlich grundsätzlich? Wir befinden uns doch gerade im Krieg. Wir fliegen Angriffe. Natürlich gibt es dann auch Gegenangriffe auf weiche Ziele. Egal, ich möchte nicht darüber reden. Ich möchte nur den Stein des Anstoßes mal fragen. So, Krieg bringt nie irgendwas. Ein Sieg über eine weitere Siedlung der Kultiraner. Die große Figur im Zentrum ist der legendäre Anführer, denke ich. Was bist du denn? Oh, das sind ganz normale Menschen. Es ist kurios, dass wir keines ihrer Konstrukte ins Feld ziehen sehen. Ich frage mich, was die Drust sind. Also immer noch, wirklich. Das ist eine interessante Frage. Und was sind die Drust? Ich kann endlich wieder ruhen. Genau, wir sollten erstmal die Dings erschöpften Geister retten. Und dann weitergehen Richtung kämpfen. Das wollte ich eigentlich sagen. Was ich sagen wollte war, es gibt gerade auf Netflix, ja, Tote Mädchen lügen nicht 2, bla bla bla, das gucke ich mir auch irgendwann an, aber Avatar, der letzte Luftbändiger, total krass, das habe ich als Kind geliebt zu gucken, das war vor 12 Jahren, da war ich 9. Fuck, Alter, ich war vor 12 Jahren 9. Krass, ist das lange her. Genau. Da war ich 9. Und da habe ich mal Avatar, der letzte Luftbändiger, auf Nickelodeon geguckt. Und ich dachte mir, what the fuck, ist das geil. Eigentlich, ich glaube, jeder weiß, woran es in Aang, der letzte Luftbändiger, geht. Oder Avatar. Es geht um Aang. Ein Avatar. Ein Avatar ist jemand, der alle 4 Elemente benutzen kann. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und alle anderen können nur ein Element benutzen. Die Feuernation kann quasi nur Feuer benutzen. Die Erdnation kann nur... Das Erdkönigreich kann nur Erde machen. Erde benutzen. Der Wasserstamm, also die Wasserstämme, können nur... Oh Gott, sie ist tot! Ich habe sie wiederbelebt. Der Wasserstamm, oder die Wasserstämme, können nur Wasser benutzen. Und... die Luftnomaden können nur Luft wirken. Alle Luftnomaden bis auf Aang sind da jedoch tot, weil die Feuernation den Krieg gegen die anderen Königreiche erklärt hat durch Usins Kometen. Der Avatar ist quasi verschwunden, beziehungsweise der Avatar ist gestorben. Der letzte. Der war nämlich ein Feuerbändiger. Und der nächste, quasi dem Zyklus folgend, wäre quasi ein Luftbändiger gewesen. Der Luftbändiger Aang ist jedoch verschwunden. Und durch Usins Kometen griffen die Feuernation, der Komet machte sie unglaublich stark, die anderen Nationen an und schafften es so, den Erstschlag zu setzen und quasi Luftnomaden auszurotten. Die Sache ist, da Aang ja ein Luftnomade war und der einzigste wäre, der sie aufhalten hätte können, wäre gefährlich für sie geworden, deswegen wollten sie ihn umbringen. Er ist jedoch geflohen mit seinem Bison, Appa, und in einen Eisblock gestürzt in einem Sturm und war da 100 Jahre lang außer Gefecht. 100 Jahre lang geht der Krieg gegen die Feuernation und Aang wird von Katara und ihrem Bruder Sokka, 2 Wasserstammkrieger, in einen Südpol-Wasserstamm, der richtig klein ist, weil die Feuernation sie auch quasi ausgerottet haben, so gut wie jedenfalls, wird er gefunden und muss dann quasi... Bevor der Komet erneut erscheint, wenn nämlich der Endschlag gesetzt werden könnte, Ende des Sommers, alle 4 Elemente beherrschen und die Feuernation aufhalten. Super, finde ich toll. Teil geil.
Drei Staffeln gibt es, jeweils 20 Folgen. Ist auch vielleicht ein bisschen Nostalgie, in der ich schwebe. Aber es macht schon Spaß zu gucken. Es sind gute Ideen und es ist gar nicht mal so dumm. Deswegen gucke ich das gerade nochmal auf Netflix. Total cool. Man könnte sich auch den Nachfolger angucken. Korra. Avatar Korra. Kenne ich leider gar nicht so. Also ich habe die ersten zwei Folgen jetzt geguckt und mir gedacht, ja, ist ganz nett, aber packt mich nicht so. Muss man wahrscheinlich weiter gucken. Erstmal gucke ich nochmal Avatar zu Ende. Also der Teil der Geschichte müssen wir noch beenden. Ha! Und hier schlagen wir zurück. Selbst die Anführer zieht sich aus der Schlacht zurück. In die Höhle hier. Okay. Oh mein Gott, ein Runenbollwerk. Ah, vierter Stein. Es gibt vier Steine. Nun dann. Sind die Drost einfach irgendwelche Menschen gewesen, die hier auf der Insel gelebt hatten? Oder sind es welche Kreaturen? Das ist einfach nur der Stamm der Menschen im Drost. Das ist Gorak Tull, ihr größter Anführer. Ah, er versucht in einem Ritual die Steinkonstrukte zu erschaffen. Hier ziehen die Steinkonstrukte ins Feld. Lebendige Krieger wurden so rar. Wurden rar, also erschuf er eine neue Armee. Aber was verlieh den Steinen die Macht? Die Hexen wahrscheinlich, ja? Interessant. Ich wusste nicht, dass er die Konstrukte erst später aus Verzweiflung erweckte. Dann kommt der fünfte Stein. Ich versuche erstmal den Kämpfen zu entgehen. Schon wieder diese Tauronkrieger. Sie kämpfen gegen die Schweinemenschen. Ich dachte, wir versuchten, sinnlosen Konflikten zu entgehen. Hier scheinen sie überall zu sein. Das ist nicht von den Drust. Die Kultiraner haben dies hier eingeritzt. Das ist Lord Arum Kronsteig, als er damals noch als Oberst der finalen Ansturm einführte. Und hier ersticht Kronsteig Gorak Tull. Geschichten hiervon schildern, wie Lord Arum Gorak Tull tötete und seine Armee daraufhin fällt. Aber hier sieht man, wie seine Konstrukte zerbersten, als er stochen und seine Macht zerbrochen wird. Also als ob sie verbunden sind. Okay. Teil der Geschichte. Die ehrenhafte Entladung. Es ist schön, dass ihre Geister sich nun erneut zur letzten Ruhe betten können. Mögen sie nie wieder gestört werden. Gorak Tulls Tod hat seine Armee auseinandergetrieben. Dies ist hieraus klar ersichtlich. Aber jetzt frage mich, ist Gorak Tull wirklich gestorben? Ich glaube, an diesem Höhleneingang da drüben sehe ich noch mehr Zeichnungen. Kommt, lasst uns nachsehen, was zu finden ist. Da sehen wir die White Walker, Alter. Ja gut, ich würde trotzdem sagen, wir sehen uns dann erstmal in einem nächsten... Ah, geh mir bitte aus dem Weg. In einem nächsten Part. Bis denn.